Jo, liebe Leute, willkommen zurück zum Podcast, der 18. Ausgabe jetzt inzwischen schon, und zwar über Goldie Roger heute mal. Und warum kam so lange jetzt nichts? Ja, es ist meine Schuld, liebe Leute, es ist meine Schuld. Ich habe ja meinen Theo-Kanal noch und allgemein immer viel, viel um die Ohren, und ja, die ganze Schande geht auf mein Haupt. Aber, wie gesagt, Podcast ist wie so ein fortlaufendes Projekt. Unser Ziel ist es eigentlich immer, einen Podcast die Woche rauszuhauen, wenn es mal nicht klappt, irgendwie zeitlich oder auch mal motivationstechnisch, wenn man den ganzen Tag schon irgendwie was getan hat. Dann ist das mal so, aber heute haben wir auf jeden Fall Bock, Motivation über den ehemaligen König der Piraten zu reden. Und zwar natürlich wieder mit meiner rechten Hand, meinen Rayleigh, den guten Myrolox. Meinem Rayleigh. Oh Leute, das ist ja mal wieder ein guter Start, meinem Rayleigh. Oder vielleicht doch dein Bullet, man weiß es nicht. Ja, komm. Achso, genau, das vorweg, es sind ein paar Informationen über Roger rausgekommen, natürlich mit dem Film, die vielleicht kennen sind, so Flashback-Sachen sind halt immer ein bisschen, aber wir werden darüber nicht reden, also alles spoilerfrei hier. Kein Film. Genau. Also, wenn ihr Bock darauf habt, irgendwas zum Film zu erfahren, dann schaut auf jeden Fall auf Jans Kanal vorbei. Ausführliche Analyse der ganzen Thematik rund um den Film. So, Werbungsauftrag auch noch erledigt. vor allem auf unseren Kanalen Werbung für einen der beiden Kanäle. Das macht ja gar keinen Sinn. Ist ja ein guter Start in dem Podcast. Ja, Leute, heute um Goldie Roger, den König der Piraten, den wohl heftigsten Typen überhaupt, den es jemals gegeben hat und noch geben wird wahrscheinlich, außer Ruffy natürlich am Ende der Geschichte. Wir möchten auch wieder hier so ein bisschen alles aufrollen, aber hier soll es jetzt auch wirklich vermehrt darum gehen, um die Dinge zu sprechen, die wir nicht wissen. Heißt, Goldie Roger, Kräfte, welche Möglichkeiten hatte er, welche Kräfte könnten eine Möglichkeit dargestellt haben, ein bisschen die Crew beleuchten, was man da auch noch nicht weiß, wie da die Kraftverteilung so ist, und auch ein bisschen so die Reise an sich, denn wir wissen, Gold Roger vor 24 Jahren schon gestorben, und ich habe eben sogar nochmal diese Szene gesehen, wo Gold Roger ganz am Anfang diese Straße entlang ging zum Schafott, ne? Und boah, Digga, das war so episch, wie der deutsche Erzähler, das muss man sich nochmal anschauen, der deutsche Erzähler, das war so episch, wie er da gesagt hat, Roger ging wie ein Sieger diese Straße entlang, wie ein Sieger marschierte er da durch. Boah, das pures Gänsehaut-Feeling. Ja, auf jeden Fall. Das war die alte Vertonung, die alte Stimme noch von Smoker, diese richtig raue, richtig krasse Stimme, und der hat das so erzählt, ne, wie er das als Kind erlebt hat, und das war richtig geil, Mann. Das war richtig heftig, auch im Deutschen. Generell finde ich die deutsche Synchro damals, wo die Mikrofone noch nicht so clean waren einfach, wo das noch so ein bisschen Rausch, also wenn man jetzt so die aktuelle Synchro hört, die ist auch gut. Voll off-topic gerade zum Anfang des Podcasts, aber egal. Ihr kennt das letzte Podcast Felix Baumgartner, aber ich denke, jetzt überrascht nichts mehr. Aber wenn man mal wirklich die alte Synchro hört, dann fällt einem wirklich mal krass auf, dass die Tonqualität nicht so gut war, aber das war besser so, weil es realistischer gewirkt hat, als jetzt diese ganz, ganz klare Studioqualität, wie sie hoffentlich bei uns ist. Ja, finde ich auch. Also guck mal, das passt einfach so zeitgemäß, weißt du, weil jetzt sieht es geiler aus. Also jetzt sieht es cleaner aus, so Full HD, gib ihn, und dann auch so eine schöne, geile Quali zu haben. Aber ich weiß nicht, weil es noch nicht mal 16:9 war, es noch 4:3 war, da passt es einfach mit so einer alten Audioqualität. Und wie gesagt, von Smoker, Paradebeispiel. 24 Jahre ist es her. Und das war ja aber diese Stelle von Smoker als Kind, das ist leider, Filler, leider. Und das ist, glaube ich, mit einer der längsten Stellen von Gold Roger, die wir überhaupt haben, so als Fans, und das ist sogar Filler. Wie das auch mit Pedro, weißt du, das ist ja auch viele Stuff, also diese Szene jetzt, die da auf Su waren. Man hat es ganz kurz im Manga nur gesehen, dass der damals mit Roger irgendwie kannte und so, aber dass der da so kam und ihn da als getätschelt hat als Kind und so, das gab's gar nicht eigentlich, weißt du, deswegen, das ist alles fast immer Filler, und daran merken die, Toei Animation, die wissen einfach auch, komm, Roger, das ist der Hype schlechthin, wenn da irgendwo mal die Chance ist, ihn zu zeigen, so, auch wenn es nur eine Gedankenblase ist im Manga, dann machen wir da gleich 10 Minuten draus, so, weißt du, die strecken das dann gleich. Kann ich auch verstehen, weil es ist einfach geil, so. Genau, er war 53 Jahre alt, dann ist er gestorben mit 53, also, ja, relativ jung, will ich auch nicht sagen, aber ich sag mal so, seine Zeit war auch irgendwie um, eine unheilbare Krankheit. Was genau das war, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Am 31. Dezember Geburtstag, hier, ich lese jetzt ein bisschen rechts vom Wiki vor. Und was ich ein bisschen interessant finde, dass er 2,74 Meter groß war. Ja. Irgendwie ein bisschen groß gewachsen. Und dass er auch aus. Ja, wo er also, Rayleigh da sagen, abgeholt als, hat, weißt du? Ja. Da war er noch normal groß. Da war er normal groß. Da war er einfach so ein normaler wie Ruffy so. Und dann einfach nochmal so einen Meter gewachsen. Wollen wir das Größenfass wieder in One Piece aufmachen? Komm, ich mach's kurz auf. Also ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz ins Größenfass rein. Also Blackbeard, ne? Was ist Blackbeard für ein Riese geworden über den Timeskip? Er war ja schon ein bisschen größer so vor dem Timeskip. Aber hast du mal gesehen jetzt, wie er
wie er dargestellt wurde, ja. So, diese, da sitzt diese so, Weiber, ne? Diese Weiber sind so groß wie sein Zeh, Alter. Die sind so, was ist passiert über zwei Jahre? Das ist was echt hat der so zu essen bekommen? Dieses Manga-Panels waren aber auch so geil, Digga, wo man so Manga so ihn gesehen hat und wie er da sitzt und dann diese Weiber ihn wirklich, die fangen an seinen unteren Bauch an und hören an seinen die fangen an seiner unteren Speckfalte an und hören an seiner oberen Speckfalte wieder auf, so, das ist so lustig, Alter. Also, ey, so ein Quatsch, ich weiß nicht, ob das, wir wissen ja, es gibt ja diesen Sandrohan Wolf, der hat ja auch seine Größe verändert mit seiner Teufelskraft, vielleicht kann er auch, ich weiß es nicht, vielleicht hat er gesagt, komm, mach ich mal einen Meter größer oder zwei oder drei, so vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das sowas, aber Größen in One Piece auch, es ist oft Darstellung, ihr dürft das auch immer nicht alles so viel vollnehmen, Leute. Whitebeard sah auch manchmal in manchen Shots aus, als wäre der irgendwie 10 Meter groß oder so, aber ja, echt gut, war er da nicht so groß. Kaido ja, war ja Kaido auch extrem, wo er, wo Kaido so den ersten Auftritt im Anime hatte oder auch im Manga, ey, der wirkte 500 Meter groß und dann sieht man im Wano Kuni ein paar Shots, wo er so 3-4 Meter groß aussieht. Also, ja, und faktisch ist, er ist kleiner als Big Mom. Das muss ich mal reinziehen. Ja, ja, deswegen, das ist auf jeden Fall heftig. Vielleicht hat man auch Blackbeard einfach nur größer gemacht, damit er so auf Gear 4 Boundman größer kommt, weißt du? Damit das so ein bisschen. Ja. Das war ja auch so ein Ding. Guck mal, das ist eigentlich ein eigener Podcast, diese Größengeschichte. Guck mal. Katakuri auch über 5 Meter und wo Ruffy dann Snake Man eingesetzt hat, war er auch gleich groß. Also Ruffy ist auch nur mit Snake Man, mit dem Einsatz von Snake Man auch auf 5 Meter irgendwas angestiegen, so von der Größe. Also. Größe in One Piece und deswegen Roger war fast 3 Meter groß, also ja, Menschen sind halt nun mal groß geraten manchmal in One Piece, so das kann man nicht mit den üblichen 1,70 bis 2 Meter oder so, wie in unserer Welt irgendwie rechnen. In Lockdown, also hier steht Herkunft ist Lockdown, also ist er da auch geboren, was meinst du, also oder wie schätzt du das ein? Ah, ich würde sagen schon, also ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also, es wurde doch auch sogar gesagt, dass er in der Stadt, wo er geboren wurde, auch wieder hingerichtet wurde. Ja, stimmt, genau so war das. Also, in Lockdown ist er dann auch geboren, ja. Ja, genau. Ist halt an sich, es ist eine an sich stimmige Reise. Es gibt ja immer so dieses ganz berühmte aus Filmen und Serien, dieses Symbol, wie man einen Film gestaltet, diese Heldenreise, weißt du? Und dann, dass man am Ende wieder am Anfang rauskommt und das trifft halt bei Roger so krass zu, weißt du? So genau da, wo er geboren wird, stirbt er auch wieder. Also ich frage mich nur, wie Ruffy jetzt im Wittmühlendorf zwischen den Wittmühlen so, ach komm. Ey. Man weiß ja nicht mal, ob Ruffy überhaupt da, der ist ja wahrscheinlich gar nicht geboren in Wittmühlendorf. Das ist auch noch so ein Ding bei Ruffy. Egal, das ist ein anderer Podcast. Aber Ruffy ist ja, also Roger auf jeden Fall in Lockdown. Wo wollen wir anfangen bei Roger? Das ist ja wirklich so ein interessanter Charakter. Wo würdest du jetzt anfangen? Also erstmal würde ich wirklich mit dem Beginn seiner Reise an den Punkt, wo er ja Rayleigh einkassiert hat. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, weil er kommt zu Rayleigh und das Erste, was er direkt sagt, ist ja, dass er mit Rayleigh ja raus die Welt erkunden möchte, aber es wirkte schon so, dass er das gemacht hat, was auch Ruffy, Ace und Sabo gemacht haben. Das heißt, also Sabo jetzt nicht so wirklich, weil er ist ja dann von der Bazooka abgeknallt worden. Aber bei Ace und Ruffy war es ja so, dass die ja auf dieser Insel noch ein paar Jahre trainiert haben und erst als sie ready waren, dann halt rausgegangen sind. Und so wirkt es bei Roger auch, wo er da mit einem Stroh da so steht, dass er dann halt wirklich so ein paar Jahre trainiert hat, um so eine Grundstärke zu haben. Und dann hat er gemerkt, okay, jetzt bin ich ready für die Reise und hat dann so gestartet wie Ruffy auch so, weißt du, und sich so seine ersten Crewmitglieder gesucht. Und das finde ich schon interessant. Hier sehen wir auch, dass er noch kein Schwert oder sowas dabei hatte. Das heißt, er hatte nur so einen Reisebeutel dabei. Da ist dann halt auch wieder die Sache, wie wichtig dann tatsächlich das Schwert von Gold Roger ist in seinem Kampfgeschehen. Aber gut, muss man abwarten. Und jetzt kommt's nämlich, er hatte da den Strohhut schon. Der Strohhut ist nicht nur irgendein Strohhut, den er von irgendeinem Bauer oder einem Farmer oder irgendwie bekommen hat. Das ist wirklich, also ich denke, das wird noch viel wichtiger sein. Das wird, also ihm Summer, dieser vereiste Strohhut im Keller, das ist irgendwas, das ist ein Relikt aus vergangenen, aus 100 Jahren alten Ruinen, irgendwas, das wird vom verlorenen Königreich höchstwahrscheinlich. Also ich gehe immer noch davon aus, dass die vor 800 Jahren alle diese Strohhüte auf hatten, dass das deren, sozusagen deren, ja, Erkennungsmerkmal war und irgendwie muss er da rangekommen sein, also sein Vater eventuell oder hat er den gefunden vielleicht sogar, also so wie eine Teufelsfrucht in der Art irgendwo, aber es ist ein bisschen schwer, aber er hatte da schon diesen Stroh, den jetzt auch Ruffy auf seinen Kopf hat, der gleiche Stroh ist das, das muss man sich mal reinziehen, den hatte er da schon, wo er letztendlich gerade erst losgesegelt ist, beziehungsweise, ja, er hat sich, wie du es gerade gesagt hast, nur mit so einem Reisesack über die Schulter und dann hat er da, also vom Visuellen, ich weiß noch, wie mich das damals als Casual One Piece Fan umgehauen hat, als ich das erste Mal einen jungen Roger gesehen habe, so, es war einfach sowas von krass,
Wie krass ist das bitteschön? Dass er wirklich so von der Silhouette, also ein Low Bob, der One Piece vielleicht von der Kindheit kennt, würde sagen, das ist fucking Ruffy, so, ne? Auf also, jeden Fall. Also so ein Ruffy, der ein bisschen älter ist. Ja, ja, so ein Ruffy, ja, der ein bisschen älter ist. Er sieht genau so aus. Außer so dieses, also wirklich so alles, die Proportion, die Haare sind genau gleich. Nicht nur die Farbe, sondern auch wirklich diese Haarform und dieses Lächeln und so. Das ist alles so gleich. Also, das ist wirklich richtig krass. Also, man muss ja auch sagen, es gibt immer wieder Charaktere. Im Anime hat man es natürlich heftiger wie im Manga, weil es sich besser darstellen lässt. Aber wo du auch gerade das zum Beispiel mit Petro sagst, wo Ruffy da so auf die Sunny losgelaufen ist, dass dann halt so viele Charaktere immer wieder Roger als Silhouette sehen. Und das halt nicht nur durch Ruffys Taten, sondern auch einfach, also Ruffy ist halt so krass in Roger wieder drin, spiegelt sich darin wieder. Und das ist halt irgendwo heftig, weil er ist halt nicht der Sohn von Roger wie Ace, so, weißt du? Er sieht Roger so viel ähnlicher als sein eigener Sohn Ace. Das ist ja echt, also ist an sich halt auch ein interessantes Thema, weil ja dann, es gibt ja die wildesten Spekulationen, Roger ist quasi der Bruder von Dragon und Onkel und bla bla bla, dass sich das alles so verstrickt und so weiter und so fort, aber schlussendlich ist es halt einfach so, Ace sieht Roger nicht mal annähernd so ähnlich wie, also der hat alles vom Podcast die Rouge, auch so die Sommersprossen und alles, und nicht von, und Ruffy hat halt nichts von Dragon, so, also gar nichts von Dragon, wenn man auch weder Gesichtsform noch sonst was, der hat alles von Roger, irgendwie voll komisch. Ja, also zu Garb kann man die Parallelen vielleicht sehen von Ruffy jetzt, aber ja, das stimmt, zu Dragon, das stimmt, der voll deformiert mit seiner Augenbrauen, die so ja, abstehen und diesen Witwenspitz vorne, dass der Haaransatz so spitz ist, das ist ja alles, das findet man ja null wieder, also das ist ja wirklich Quatsch, ich weiß nicht, also da muss die Mutter, der muss ja komplett nach der Mutter kommen so und das ist eigentlich in Animes und Mangas eigentlich nicht so oft der Fall, deswegen muss da irgendwo vielleicht die Verbindung sein, vielleicht ist ja Dragon auch gar nicht der wirkliche Vater, so. Das wäre auch krass eigentlich, ne, wenn man das später so revealed kriegt, so, er ist gar nicht der wahre Vater, sondern, jawohl. Ey, es wäre krass, aber ich fänd's nicht gut, weil ich muss sagen, man wartet jetzt so 1000 Kapitel darauf, dass Ruffy seinen Vater mal begegnet, nur für so ein Reveal, dass er gar nicht der Vater ist. Das wäre schon irgendwie ein bisschen sad, muss ich sagen. Also, ich fänd's schon cool, wenn Dragon auch der Vater ist von Ruffy. Ich fänd's aber auch mal interessant, wenn man mal wirklich die Mutter auch mit ins Rennen bringt, weil eigentlich sind Eltern in Animes immer wichtig und One Piece Flashback Land, da kann man auf jeden Fall auch noch viel rausreißen mit. Aber ja, es wäre einfach mal super interessant zu wissen, wie generell so die ganzen Familienumstände der D-Familien sind. Also bei Blackbeard wissen wir nichts, bei Ruffy wissen wir mütterlicherseits gar nicht so. Auch so diesen ganzen Goldwatcher-Strang und so, wir kennen es einfach nicht. Und das ist halt irgendwo auch voll schade, weil ja, die Familie ist halt einfach super interessant. Und in der Regel sind das auch krasse Leute, die da halt in dieser Familie vorkommen. Außer jetzt Hakwa die Saure oder so. Ja, das ist auch manchmal so, bei dem, das ist auch ein ganz komisches Thema. Was ist da schiefgelaufen, so, ey? Ja, wer ist das? Warum? Hä? Was will der so? Ein ganz komischer Typ. Auf jeden Fall, genau, hat er sich Rayleigh geklärt, der auch in der Hängematte gechillt hat, so, und dann haben die beiden sich getroffen und Roger hat dann mit ihm letztendlich eine Crew gegründet, so, dann kann man, ja, ist es dann schon eine Crew mit zwei Leuten? Ich weiß es nicht. Aber, also ganz ehrlich, viel mehr weiß man ja auch gar nicht so. Also dann hat er wohl erstmal jahrelang ein Piratenleben geführt, so, hat seine Crew zusammengesammelt, weil später natürlich zu seiner letzten Reise hat er dann noch Krokus und so dazu geholt. Krokus war nämlich gar nicht sonst immer dabei. Ja, weil er letztendlich, er ist dann wohl jahrelang in der neuen Welt und so erstmal rumgesegelt. Also es ist alles ein bisschen schwammig, wir wissen gar nichts. Und ich glaube, irgendwann natürlich kommen da die Puzzlestücke zusammen, wann wir das alles aufgelöst kriegen. Natürlich, wir reden gleich noch über die Seeschlacht von Edward mit Shiki und so. Ja, und auch über die letzte Reise, was dann passiert ist, was auch mit dem Schiff Oro Jackson, was ja Tom, also der Meister Tom von Water Seven gebaut hat, auch aus dem Adamsbaum und so. Also das sind auch so Sachen. Also wir erfahren in der ganzen One Piece Welt immer wieder kleine Puzzlestückchen zu Roger und ich finde, das ist so interessant, das ist so perfekt aufgebaut von Oda, ne? Also man muss auch mal sagen, angenommen der One Piece Manga wäre so in 7 Jahren oder so vorbei und der Anime so in 8, 9 Jahren, ich würde mir so wünschen, dass Oda wie so ein, ja, wie Kishimoto das bei Naruto macht oder so, vielleicht so einen kleinen Leitfaden teuer Animation gibt und es eine OVA zu Rogers Geschichten gibt, so, weißt du? Ey, das wäre so episch, das mal alles zu sehen, das wäre so geil. Vor allen Dingen, um mal kurz, ganz kurz dieses Stärke-Thema anzureißen, man darf ja nicht mal vergessen, zu Rogers Stärke wissen wir an sich gar nichts, wir wissen aber, wie krass Rayleigh ist, also der ist ja in jeder Haki ein absoluter Meister und er wird ja
definitiv schwächer gewesen sein als Roger. Aber man, wenn man jetzt mal überlegt, Buggy hat ja gesagt, das war in Kapitel 233, wo er über Whitebeard gesprochen hat, hat er gesagt, dass Whitebeard es mal geschafft hat, ein Unentschieden gegen Roger zu holen. Das heißt, Whitebeard, der stärkste Typ überhaupt so, der mit 72 herzkrank und verletzt das ganze Marinefort auseinandergenommen hat, der hat ein Unentschieden gegen Roger erzielt und das wurde so voll triumphiert, wurde voll krass als von Buggy dargestellt. Da sieht man ja, dass Roger wirklich, der muss aus so einer anderen Welt kommen, Stärke-Level-mäßig, das ist unglaublich, ey. Ey, meiner Meinung nach muss er, also wenn wir sehen, was er drauf hat und sonstiges so, dann muss er das Stärkste sein, was es gibt. Für meiner Meinung nach muss er stärker als Kaido sein, stärker als Big Mom, Shanks, auch wenn wir Shanks sehen und so. Für mich muss er der Stärkste sein. Das wäre einfach nur gerecht, finde ich so. Aber die Frage ist halt, lass uns das Fass aufmachen, komm. Warum? Also, wir haben ihn mit dem Schwert gesehen, mit dem Säbel, der hatte Pistolen noch am Holster immer und so, aber was hat ihn so stark gemacht? Irgendwas, natürlich Haki kann man sich schon denken, also die Haki-Arten, alle drei wird er 100% beherrschen, also Königshaki zu 100%, das ist ja auch schon bestätigt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, nicht direkt das Königshaki, aber man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel Shank, ich glaube nicht, oder? Hat nicht aber genau, ja, gut, weil Rady ist ja auch Königshaki. Also Roger wird Königshaki haben zu 100%, aber ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ganz kurz, man sieht ja, wenn man jetzt mal überlegt, dass zum Beispiel ein Shanks, der so von Roger als Schützling ausgewählt wurde, er hat ihn ja auch den Strohhut übergeben und so, dass der ja mit einem Haki einfach so eine Bootsreling von der Moby Dick kaputt machen kann. Ey, ich könnte mir so gut vorstellen, wenn Roger das Königshaki mal kurz angeschmissen hat, ne, dass da nichts mehr stand. Ich glaube wirklich, der hat alles weggefegt. Also richtig heftigen materiellen Schaden angerichtet im Kreis. Ich wette, der musste nur mit einem Blink, konnte der alles verändern, so. Also so krass stelle ich mir es halt vor oder wünsche mir, dass es so krass ist. Weil er hat zwar ein Schwert, aber ich fände es auch irgendwie lame, wenn er einfach ein krasser Schwertkämpfer wäre oder so. Unabhängig davon, ob das Schwert vielleicht mal ein Drachenschwert war oder sonst was. Ich fände es einfach trotzdem lame. Der muss irgendwie sowas richtig krass Außenstehendes haben, wo als Beispiel ein Shanks sagt, wenn irgendjemand Shanks zum Beispiel mal einen Kampf auf sein Königshaki anspricht, wenn Shanks dann so mit so einem Lächeln sagt, ja trotzdem kommt es nicht ansatzweise daran, was mein Captain drauf hatte, so weißt du, irgendwie so ein Satz oder so. Sowas würde ich mir mal wünschen. Ja, die Frage ist jetzt, allgemein, es gab ja damals schon Teufelsfrüchte, das wissen wir, also zu seiner Zeit, jetzt sagen wir vor 26 Jahren oder so. Also, ist es überhaupt möglich, dass er eine Teufelsfrucht hatte? Weil, guck mal, wenn er, viele sind ja immer noch der Theorie, viele finden immer noch schlüssig, dass er die Gummifrucht hatte. Also, sollte er die Gummifrucht gehabt haben, dann ist für mich das größte Gegenargument, dass noch keiner das irgendwie ansatzweise erwähnt hat, als die Ruffy gesehen haben und alle immer so, oh, Gummi, was? Aber hätte der König der Piraten diese Frucht gehabt, so, dann wäre das doch bekannt und dann hätte das auch 100% schon irgendjemand gesagt und ich weiß nicht, wenn dann am Ende rauskommt, er hatte die und alle haben immer nur, waren nur ruhig und haben es nicht revealed, so, dann wäre das einfach, dann wäre es ein bisschen billig von Oda so, uns das nur nicht zu revealen, so, wenn das, also, das glaube ich nicht mehr, also inzwischen wirklich. Ja, ich glaube halt auch, das, was dagegen spricht, also Shanks hätte es vielleicht, also damals war die Theorie noch wahrscheinlicher, weil Shanks mit dieser Truhe und bla bla bla, so weißt du, und dass er es dann vielleicht im ersten Moment nicht sagt, wäre noch okay, aber man darf ja nicht vergessen, Ruffy ist ja dann Krokus begegnet und Rayleigh und so, dann wäre es schon irgendwann unwahrscheinlich geworden, weißt du, und auch alte Gegner von Gold Roger, beziehungsweise Bekannte sind ja auch Ruffy begegnet, das wäre dann wirklich unwahrscheinlich, dass man es so lösen würde. Außerdem finde ich, passt es auch irgendwie nicht so ganz. Und was halt auch dagegen spricht, es wurde ja bestätigt, dass Lucky Roo die Gum-Gum-Frucht gefunden hat, weißt du? Wenn es jetzt irgendwie so verkauft werden würde, dass Shanks die Gum-Gum-Frucht schon bei sich hatte und so, also so mäßig, dass Shanks auch schon wusste, okay, wenn der Nutzer stirbt oder so, dann landet die Frucht da und da, bla bla bla, dass er sich die gezielt gesucht hat zum Beispiel, dann wäre es was anderes gewesen, dann könnte man nochmal darüber reden, aber da Lucky Rudy ja wahrscheinlich random gefunden hat, also relativ random, finde ich das Argument dann halt so, zufälligerweise findet ein Crewmitglied von Shanks die Frucht von Gold Roger, so weißt du, also das wäre dann irgendwie ein bisschen lame, also ich hoffe es nicht, die Sache ist halt, die Finsternisfrucht wurde ja schon als stärkste Logia-Frucht bestätigt und die Erdbebenfrucht von Whitebeard als stärkste Paramecia-Frucht und Whitebeard hatte ja die Frucht schon, wo Roger, auch an der Macht war, so. Das heißt, es ist, also er wird die Bebenfrucht nicht gehabt haben, definitiv nicht. Und die Finsternisfrucht ist ja mehr so ein Antagonisten-Ding, deswegen kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen, muss ich sagen. Ist halt die Sache. Ich könnte mir auch keinen Gold Roger mit einer Soan-Frucht vorstellen oder so, weißt du? Nee, das macht keinen Sinn.
Deswegen, ich glaube, der hat eine Paramecia gehabt. So würde ich es, also so würde ich es denken von der Darstellung her. Ja, eine Paramecia, also ich würde es auch natürlich in Ordnung finden, wenn die am Ende, wenn er nichts hatte, so, ne? Aber. Ja, das also auf jeden ich Fall. Ich finde, das ist immer noch am wahrscheinlichsten, glaube ich, ne? Weil, guck mal, die Finsternisfrucht wäre halt an sich cool gewesen, ne? Das wäre richtig gut gewesen, ja, aber. Ja, das schon. Ey, die waren alle so erschüttert, als es auf Marineford da losging und so mit der Finsternisfrucht und. Also ich. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen, dass er die hatte, so. Vor allen Dingen, dann hätte auch wieder Whitebeard was gesagt, weißt du? Dann hätte ja Whitebeard auch was gesagt, wenn Blackbeard da so mit der Finsternisfrucht rumhantiert. Also. Aber irgendwie ist das schon. Ich weiß nicht. Diese übernatürlichen Kräfte in One Piece, Teufelsfrüchte und dass denn der Piratenkönig so dann keine hatte. Irgendwie ist das so ein bisschen komisch so, ne? Aber obwohl Shanks hatte auch vermeintlich keine, so wie es aussieht. Und Rayleigh, auch wichtige Charaktere allgemein, haben keine. Aber irgendwie trotzdem. Boah, ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass wir vielleicht so in der Art wie bei Dragon immer so kleine Mini-Hints kriegen, so kleine Mini-Hinweise, ja, ja. Irgendwie so einen kleinen Windstoß irgendwie oder man bräuchte sein ja Auftreten nur so. Ja, man bräuchte so. Ja nur so einen Gegner haben, wo man so Roger so quasi ausholend sieht und dann sieht man nur noch, wie der Gegner so sagt, hä, was ist das oder so und dann sieht man nur noch was aufblitzen und er ist weg so und dann weiß man, ah, irgendeine Kraft hat der so, weißt du, dass man auf jeden Fall wüsste, dass es in so eine Richtung gehen kann, weil das Einzige haben wir halt, haben wir aber, also das Einzige ist letztendlich der Kampf gegen Shiki an Edward, wo auf einmal der Wind kam oder ein Unwetter, wo nur das Schiff von Roger, nur die Oro Jackson, war da, aber die ganze Flotte, gefühlt hunderte Schiffe von Shiki, alle sind verschütt gegangen, nur das Schiff von Roger hat es geschafft und ich weiß nicht, ob, also da wird wahrscheinlich von Shiki auch das ein oder andere krasse Schiff sein, was auch gut gebaut ist, also ich weiß nicht, dass es jetzt an dem Schiff selbst lag, dass das überlebt hat, weiß ich nicht, ich glaube, das war wirklich auch ein gezielter Angriff von Roger irgendwas, also jetzt eine antike Waffe oder mit der Stimme des Universums konnte er irgendwas befehligen oder sonstiges, aber ja, ich glaube halt nicht, dass es eine Teufelsfrucht war. Nee, glaube ich auch nicht, also ja, oder es gibt ja auch die Theorien halt so antike Waffe oder so, dass er die quasi da schon für sich genutzt hat, weil ja Shiki auch eine Andeutung dahingehend gemacht hat, ja, also es ist extrem verstrickt. Ich meine, also ich glaube, wenn er eine Teufelsfrucht hat, ist es eine Paramecia. Wenn er keine hat, glaube ich aber auch nicht, dass er so Mihawk-mäßig so voll auf den Schwertkampf gegangen ist. Ich glaube, dann ist halt wirklich dieser komplette Haki-Fokus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so voll der Schwertkämpfer wie Mihawk war oder so. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde auch nicht passen. Nee, das ist meiner Meinung nach ist auch kein... Das ist zwar ein Schwert, das ist ein fucking Säbel oder so. Das ist so typisch, wie man sich einen Piraten vorstellt. So, ja, so ja, ein ja, Säbel, genau. So eine, weiß ich nicht, mit Schwarzpulver, so eine Pistole, weißt du, so. Genau wie man sich das vorstellt. So eine Art sehe ich ihn. Also nicht als klassischen Schwertkämpfer, jetzt mit irgendeinem Katana oder so. Weiß ich nicht. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass er so klassischer Schwertkämpfer war. Finde ich aber trotzdem ein bisschen verwunderlich, dass er allgemein trotzdem das Schwert zieht, so. Also ich hatte mir eigentlich einen krassen. So ein Garb-mäßig, so Faustkampf-mäßig eigentlich das vorgestellt. Ich kann mir Roger, wie er kämpft, noch gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Nee, also das ist für mich so in meinem Kopf. Nee. Ich weiß nicht, der ist einfach da, ist übernatürlich und aber was wie soll der ich kämpfen? Ich finde doch alles von der Darstellung irgendwie schwierig. So. Weißt du, so ein Roger, der da auf einmal so einen langen Arm mit einer Gumpfruft macht, das wird überhaupt nicht passen mit diesem Mantel und so. Das passt einfach von der Darstellung nicht, weißt du? Was ich meine? Ja. Und auch, es würde auch nicht passen, wenn der auf einmal mit seinem Säbel so voll die fancy Schwertkampf-Moves rausholt und so. Das, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie kann, also ich kann mir bei so vielen Charakteren etwas vorstellen, so beispielsweise, wo Blackbeard dann auf einmal die Bebenfrucht genommen hat, man denkt sich so, ja, doch, das passt so, weißt du, so ein etwas breiterer Körper und bla bla, so, dann kann man sich das auch halbwegs vorstellen, aber so ein, keine Ahnung, das wäre jetzt, als ob man sagen würde, ja, ey, Zorro mit einer Kumpfrucht, ja doch, könnte ich mir vorstellen, so. Das macht einfach keinen, also das macht darstellerisch gar keinen Sinn, so. Das ist, keine Ahnung. Ja. Ist irgendwie komisch. Finde ich auch, deswegen. Ja, genug zu seiner Kraft. Das mit Edward ist halt so eine Sache, so, dass er, also die Schlacht von Edward, ich weiß nicht, das war die einzige Sache, wo wir, glaube ich, mal gesehen haben, dass er in den Kampf verwickelt ist, so richtig. So, und halt, ja, wie gesagt, er hat halt Whitebeard alles gesagt, was das die bedeutet und so. Das war halt einmal kurz in diesem Flashback, wo sie wahrscheinlich auf Wano Kuni sind und so. Das sind halt immer so kleine Häppchen, die Oda uns hinschmeißt und ja, also ich sag mal auch so, der 0815 One Piece Fan, der wird gar nichts über Roger wissen, so. Also wenn man sich da nicht nochmal später so ein bisschen schlau macht, so ein bisschen liest, Episode Zero und so ein bisschen, weißt du, dann weißt du eigentlich gar nichts über den, so. Du weißt nur, dass er da war und auch diese Gänsehautmomente, die kriegst du eigentlich, also das ist einfach ein geiler Charakter. Also da, wo Rayleigh über ihn geredet hat, mit Tränen in den Augen und so.
Und wo er gesagt hat, ich werde nicht sterben, mein Freund, als er das letzte Mal sich da verabschiedet hat von Rayleigh. Ist auch so ein Moment, wo ich denke, ah, hat das auch mehr zu bedeuten, so? Oder war das nur auf seinen Willen übertragen, so? Ist das, ja, sein Wille wird nicht sterben, der wird von jemandem weitergetragen, jetzt von Ruffy, oder er wird nicht sterben, stirbt er wirklich nicht, und das war die ganze Zeit, keine Ahnung, sowas, weißt du? Ja, oh, ja, Mann. Deswegen, das ist halt so, auch so einzelne Momente, wo dann beispielsweise revealed wurde, dass die Roger-Piraten, weil ja dann am Anfang wurde es ja so verkauft, Roger wird gefangen genommen, bla bla, wird hingerichtet, aber wo dann halt revealed wurde, so, wir wurden gar nicht gefangen genommen, so, Roger hat sich freiwillig gestellt, so, das war, also, weißt du, dann einfach so zu sehen, dass dieser Mann so komplett konkurrenzlos nicht besiegt wurde, also dass es keinen gab, der ihn irgendwie das Wasser reichen konnte, und dann merkt man aber, okay, er hat alles erfahren, er weiß, was das die ist, er weiß, was das verlorene Jahrhundert bedeutet und so, aber das ist ja die Thematik, die haben ja nichts dagegen unternommen, er hat sich dann gestellt und das war's, und da ist halt auch die Frage, wenn er weiß, was so schlimm an der Welt ist, was diese Welt so aus dem Gleichgewicht bringt, warum haben die nichts unternommen? So, also warum haben die nichts dagegen getan und pokern jetzt darauf, dass irgendjemand so krass ist, von Big Mom, Kaido und sonst wo die Rope-Poneglyphe zu bekommen, von Sunisha ist immer in Bewegung und so, dass jemand all das auf sich nimmt, um am Ende das herauszufinden und dann auch zu sagen, ja okay, ich kümmere mich darum. Weil, so, weißt du, ist das nicht so ein enormes Risiko, statt es einfach selbst zu probieren, selbst wenn die Zeit knapp ist, so, das ist auch irgendwie ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also das muss auch, er war schwer krank so und er hat sich am Ende gestellt und hat wahrscheinlich dann die Weichen so gestellt, wir nehmen es jetzt mal an, dass sein Wille weitergeführt wird und dass irgendwann Jahre später, Jahrzehnte später jemand trotzdem seinen Willen, das One Piece, weil er wusste ja, was es ist, so das dann vollenden kann. Das ist ja letztendlich das die Sache so. Du hast schon gesagt, das muss ja dann wahrscheinlich schon allerletzte Eisenbahn gewesen sein, also fast wirklich, dass er wahrscheinlich nicht mal eine Woche mehr lebt oder so, das muss ja so gewesen sein schon, sonst hätte er es glaube ich nochmal probiert, weil er war so von den Erzählungen her auch so ein Draufgänger-Typ, so ein naiver, ich mit dem Kopf durch die Wand Mensch, so weißt du, deswegen hätte ich mir auch, wer hätte noch ein halbes Jahr zu leben gehabt oder so, hätte es probiert so, also es muss ja wirklich was gewesen sein, wo es wirklich keine Aussicht gibt so, und es wurde zwar damals gesagt, dass Krokus der beste Arzt ist und so. Und wahrscheinlich hat er seine Krankheit schon extrem lange herausgezögert, so. Es gibt aber kein Heilmittel. Sowas in der Art kann ich mir vorstellen, weil er hat ihn ja extra aufgesucht, das habe ich gerade nochmal nachgelesen, weil er der beste Arzt ist. Das heißt, dass er der beste Arzt ist, haben sie ihn im Kap der Zwillinge aufgesucht, um ihn noch für die letzte Reise zu, mitzunehmen. Krokus ließ sich überreden, die Roger-Bande zu begleiten. Ich lese es gerade nochmal. So, und genau, und dann... Und dann war auch erst der Besuch auf Skype hier. Das wissen auch viele nicht. Das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf Zettel. Dann war erst der Besuch auf Skype hier, wo sie dann die Inschriften. Also, es war alles vor 26 Jahren. Also, Roger war ja schon jahrelang Pirat. So, also, da, wo er letztendlich als jung war, wo er auf Rayleigh getroffen ist, da war er schon jahrelang Pirat. Und dann jetzt vor 26 Jahren, ja, also 2 Jahre vor seinem Tod, ist er letztendlich auf die. Weil er da schon an der unheilbaren Krankheit gelitten hat, ist er auf eine letzte Reise nochmal gegangen mit seiner Mannschaft und hat dann nochmal Krokus mitgenommen, war dann auf Skype, hat dort ins Poneglyph reingeritzt und so. Also, er hat davor schon alles gemacht, so. Also, er hat davor ja schon alles gesehen und so. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie. Ja, so man komisch, darf ja auch nicht vergessen, wenn zum Beispiel dann Krokus, also ich stelle mir dann so eher so eine Szene vor, wo Krokus dann zu Roger sagt, wenn Roger fragt, so, ja, wie lange habe ich noch? Und Krokus so, keine Ahnung, eine Woche noch, dass dann auch bei Roger so denkt, also dass man sich dann denkt, ah, scheiße, so, weil, ich meine, er weiß ja auch, dass er einen Sohn bekommt, dann, weißt du, so, das ist ja dann auch die Sache, dass er dann sich denkt, okay, ich muss mich auch darum kümmern, weil ich glaube dann nicht, dass er so Draufgänger war, dass er dann darauf scheißt, hat man ja dann auch gemerkt. Auch hier, fancy Frage an dich, jetzt bin ich gespannt. Die Szene, in der Roger im Gefängnis Garp sagt, dass er auf Ace aufpassen soll, sagt Garp, nein, spinnst du. Danach gibt es einen Königshaki-Blick, sowohl im Anime als auch quasi in der bildlichen Darstellung. Glaubst du, es hat was damit zu tun, dass Roger mit dem Königshaki seinen Willen aufzwängen konnte? Weil man sieht ja, wenn Ruffy zum Beispiel Königshaki bei Tieren benutzt, dass er sie damit nicht ohnmächtig macht, sondern sie zähmt. Sie werden brav und gehorchen ihn dann. Dass es Roger so weit hatte, dass er auch Garp quasi seinen Willen einfach so krass eindrücken konnte, dass er sich dann darum kümmert, weil erst Garp hat es ja erst verneint. Glaubst du, da ist was dran? Dadurch diese Kerze, die kurz ausgeht, ne? Ja. Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommst du mit, der hat irgendwie doch die Feuerfrucht oder so ein Schwachsinn. Oh nein, nee. Dachte ich jetzt, damit kommst du um die Ecke, weil das sagen auch viele Leute wegen dieser Kerzenszene. Aber
dass er schon sein Königshaki so weit ausgeprägt hatte, dass er Menschen zähmen kann, wenn man das so nennen will, oder so gießmäßig, wie man es von Code Geass kennt. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht und ich hoffe es auch ganz ehrlich nicht, ich hoffe eher, dass er einfach so ein Mensch war, so ein Typ war, dass man ihn einfach nichts abschlagen kann, so wie Ruffy auch, so, weißt du? Und das einfach Garp ihn schon so doll respektiert hat, dass er ihn das nicht abschlagen konnte. Aber ich weiß, was du meinst, diese Szene wirkte ein bisschen übernatürlich. Das war schon so ein bisschen so, da war so ein bisschen Würze, so ein bisschen magische Würze drin. Ja, weil es so schnell ging, weißt du, so, ja, und so auch kümmer dich Blick um Ace. So ja, genau, kümmer dich um Ace und er so, nee, mach ich nicht. Und auf einmal guckt Roger so und dann so, doch, kümmer dich drum und er so, okay, mach ich so. Weißt du, das ist dann, ja. Das ist dann halt so, also es wirkt sehr und dann natürlich. Dann geht doch diese Kerze aus und dann geht ja, sie ja. Wieder an, so. Ja, was? Ja, deswegen, also es, ich würde schon, ich könnte es mir schon vorstellen, nicht, dass er ihn befiehlt, das zu machen und Garp keinen freien Willen hat, sondern nur, dass diese Blockade, die Garp hat, dass er sagt, ey, ich kann deinem Piraten nicht helfen, dass die einfach gebrochen ist und er weiß, ich tue das Richtige, weil das Kind kann nichts dafür, wer der Vater ist, so, weißt du? Also nicht, ich befehle ihm was. Ich würde es mir nicht wünschen, dass Garp nur so blind gehandelt hat, weil eine höhere Macht in Anführungsstrichen ihn dazu gezwungen hat, sondern wirklich nur, dass man damit Zeit sparen kann, dass er einfach einen klaren Kopf bekommt, wie es ist, so, weißt du? Und die richtige Entscheidung trifft, in Anführungsstrichen. Das fände ich okay, ja, ja. Damit könnte ich leben. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, okay, das kann man so machen. Ich will, also das fände ich auch wirklich okay von der Umsetzung her. Man darf aber auch nicht vergessen, die andere Möglichkeit ist ja, Ruffy ähnelt ja sehr stark Roger und, es ist ja so, dass Ruffy, wurde ja auch schon zum Beispiel von Mihawk gesagt, dass die ganz große Stärke von Ruffy ist, dass er sich überall Freunde machen kann, egal mit wem er zusammenkommt, sie helfen ihm alle. Und man darf auch nicht vergessen, viele der Gegner von damals, sei es ein Crocodile und so weiter und so fort, standen schlussendlich, oder auch ein Buggy und viele, viele weitere, stehen schlussendlich dann auf einmal an der Seite von Ruffy und helfen ihn. Natürlich auch aus eigenen Interessen, aber man sieht halt, wie krass Ruffy eigentlich dabei ist, weil zum Beispiel jeder der 7 Samurai, den er begegnet, wurde entweder besiegt oder hat sich ihn angeschlossen, so, weißt du? Also, das ist halt so ein ganz, ganz krasser Kontrast und deswegen kann es auch daran liegen. Ja, also ich weiß nicht, ja, denke ich auch so, dass es das sein wird, so. Kann ich mir auch vorstellen, ganz ehrlich, weil jetzt eine übernatürliche, okay, ja, das Ding ist, was er auch besitzt, auch noch eine weitere übernatürliche Fähigkeit, ist halt die Stimme des Universums. Was ist das? Wir wissen nichts, was es ist. Wir wissen nur, dass er damit die Seekönige hören konnte und auch allgemein irgendwelche Stimmen aus Porneglyph einfach aus dem Jenseits hören konnte. Ja, ein das war halt auch verstehen konnte, so. Genau, das, wo Big Mom so? Dann so gesagt hat, so, Roger, die kleine Ratte hat mir das Poneglyph genommen, weil er das Poneglyph hören konnte. Ey, das ist so strange, so, weißt du, dass er da, keine Ahnung, das ist halt so ein verstricktes Thema, die Stimme des Universums generell, ist halt so unglaublich interessant, also es ist halt wirklich so heavy und, dass dann halt auch Big Mom mit Pudding und so, dass dann so irgendwie mit diesen drei Augenstammen dann auch nochmal aufgegriffen hat und so. Also es ist halt wirklich so ein interessantes Thema. Aber es ist halt auch etwas, wo man sagen muss, man kann noch so lange rumrätseln. Letztendlich kann man nur warten, bis Oda den Reveal gibt, was es wirklich damit ja. Auf sich hat. So. Also, noch ein klein bisschen spekulieren. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass letztendlich die Stimme des Universums eigentlich nur... Ja, dass das die wahren Nachfahren sind von dem D-Königreich, weißt du? Also, dass vielleicht, ich will nicht sagen, dass jeder mit dem D im Namen auch die Stimme des Universums hat, was aber eigentlich cool wäre, so, wenn sie einfach Nachfahren sind von dem D-Königreich und jetzt aber Roger und Ruffy so ein bisschen, das sind ja die einzigen, die wir kennen, die diese Stimme des Universums haben, ne? Also, boah, stell mal vor, das wäre auch, das war die Teufelskraft oder, nee, Roger war ja selber so ein bisschen verwundert, ich wollte gerade irgendwas Teufelskraftmäßiges von Roger, aber... Ja, weiß ich nicht, sowas Übernatürliches, was jetzt nur Ruffy und Roger verbindet. Das ist eine Verbindung zwischen den beiden. Vielleicht, Alter, vielleicht können sie sich dadurch noch später durchs Jenseits unterhalten oder sonstiges. Wie krass wäre das? Also, das fände ich aber nicht mal schön. Ich weiß nicht. Das wär zwar ultra abgespaced, aber ich fände es auch irgendwo cool, weil man darf ja nicht vergessen, auch hier wieder so die absolute Parallele. Als Roger zur Fischmenscheninsel gekommen ist, hat er auch die Seekönige gehört, weißt du? So. Und da hat er ja auch so gesagt, ja, was ist das? Ich weiß jetzt aber gar nicht, war das Filler? Ich glaube nicht, ne? Nee, das war nicht Filler, das war auch so ein Manga. Ja, genau, und dann hat ja Rayleigh auch gesagt, hey, was hast du? Und dann so, ja, ich habe Stimmen gehört, hörst du die nicht? Und dann so, hey, wovon redest du so? Das ist halt auch so eine interessante Szene, weil Ruffy ja dann auch auf der Fischmenscheninsel die Seekönige gehört hat. Also und das war auch, an sich ultra krass, ja. Wir kennen eigentlich von Roger, kennen wir nur Szenen, so jetzt wie das mit der Fischmenscheninsel, wie das von Edward, wie gesagt, wo er noch da auf Zoo war.
das war alles vor 26 Jahren höchstwahrscheinlich. Das war alles da, wo er schon so alt aussah, mehr oder weniger. Also 2 Jahre vor seinem Tod. Also es war alles bei, vor seiner letzten Reise. Aber alles, was davor war, wie er überhaupt schon so berüchtigt wurde in der Welt, da wissen wir nichts. Und jetzt mal nochmal, ich will nicht sagen abschließend, aber ein paar Fragen habe ich noch, so ein paar Quizfragen wieder hier, so Podcast-Style-mäßig. Was glaubst du, wie kriegen wir die Story von Roger im Manga kennen aufgetischt? Wie? Durch Erzählungen? Durch, also wie wird das, wie stellst du das am besten vor? Also ich glaube, man kriegt jetzt nur noch so Häppchen durch Charaktere, die auftreten werden. Beispiele hierfür. Mhm. Also ein Beispiel hierfür, wenn Ruffy auf Shanks trifft, dass Shanks nochmal was über Roger sagt, weil man darf auch nicht vergessen, nachdem Shanks Ruffy den Strohhut gegeben hat, hat er ihn ja nicht erzählt, worum es geht. Ruffy weiß ja, also wusste ja da auch gar nicht den Zusammenhang, dass, also weiß er ja immer noch nicht, dass der Strohhut mal Roger gehörte und so. All das hat ja Shanks nicht erzählt, aber Shanks ist ja direkt im Anschluss wieder zum Sabaody-Archipel zu Rayleigh gereist und hat Rayleigh direkt davon erzählt, dass er ein Kind im East Blue getroffen hat, was dieselben Sachen wie Roger gesagt hat. So. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt, wenn Shanks da merkt, okay, Ruffy ist ein großer Pirat geworden, dass er dann offen mit ihnen über Roger spricht, da werden wir was erfahren. Also Shanks eine Informationsquelle, Dragon maybe auch, so ein bisschen, wenn es um Geschichte die geht, also so ein kleiner Zusammenhang zu Gold Roger und Scopa Caban und so, wenn die noch einen Auftritt haben, dass da dann noch Infos rüberkommen zu Roger. Also das könnte ich, so, weißt du, einfach so verschiedene Informationsquellen, die dann noch existieren oder dann halt natürlich noch ein Kaido und so, wenn die nochmal ins Gespräch mit Ruffy kommen. Aber, also ich stelle mir einfach vor, dass sie dann halt noch so Informationen rüberbringen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir nochmal so einen richtigen, also so einen richtigen Abschnitt bekommen, wo es so 3-4 Kapitel nur um Roger geht. Das glaube ich nicht mal. Ich weiß es nicht. Das wäre so geil, Mann. Es wäre so geil, es wäre so geil. Mir würde es so Attack on Titan Keller-mäßig, so würde es mir reichen, weißt du? So, denn wir, also ja, ich will jetzt nicht zu spoilern, aber wenn wir sowas kriegen, so, das wäre auch einfach gerecht mal für uns Fans, ey. Und da würde sich keiner beschweren. Das ist nicht so, dass der Wind aus der Segel genommen wird oder so. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist eher unrealistisch, weil das passt nicht zu One Piece so. Flashback-mäßig so, das, was kapitellang erzählt wird, so. Aber ich kann mir ja gut vorstellen, dass halt wirklich mal so, also man darf auch nicht vergessen, Oda kann auch schnell viele Informationen in wenig Zeit rüberbringen. Als Beispiel, wenn Shanks mit Ruffy redet und die sich erstmal kurz austauschen, dann reichen ja 5 Seiten vielleicht nicht, aber so 7-8 Seiten, wo Shanks über Roger redet, das kann schon enorm viel bedeuten. Wenn die zeilenweise gewählt sind, und das sind sie bei Oda, dann kommen da schon echt ein paar viele Infos um die Ecke, weißt du? Also, ja. Das könnte ich mir halt vorstellen. Was halt auch so eine Sache ist, es gibt ja die Theorie, dass Blackbeard vor Ruffy Piratenkönig wird erst eine Zeit und Ruffy dann halt so Blackbeard quasi erst noch bezwingen muss, dass dann, wenn Ruffy auf Blackbeard trifft und Blackbeard quasi schon mehr über die Geschichte weiß als Ruffy, dass es dann nochmal da einen Austausch gibt, weißt du, wenn Ruffy dann vor Blackbeard steht und Blackbeard so, wusstest du eigentlich schon, dass du dich mal lieber nicht um mich kümmern solltest, sondern gerade die Weltregierung das und das plant, so, weißt du? Das ist halt auch eine Möglichkeit, da irgendwie noch was mit reinzubringen. Aber, also, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wünschte ich, ich schlag das nächste Kapitel auf und dann lächelt mir Roger entgegen, so. Also, da hätte ich definitiv nichts gegen, so. Ja, das wäre echt das Geilste, ey. Ja, das wäre echt das, also ein Traum für jeden One Piece-Fan auf jeden Fall. Und Traum, ja. Absoluter Traum. Ja, so, ansonsten hatte ich noch eine Frage, Mann. Welche Frage war das? Glaubst du, wir kriegen noch ein weiteres Mitglied, also Scopa Caban, komm. Kriegen wir Scopa Caban noch mal zu sehen, weil der, ich glaube, der Wano Kuni-Traum, den können wir uns abschminken, dass er Wano Kuni ist. Meinst du? Ich glaube, Scopa Caban tritt noch auf. Ich glaube schon. Ich glaube, ja, okay. Der kriegt noch einen Auftritt. Glaubst du nicht? Ah, ich würde es mir wünschen, so. Eigentlich muss das. Oder macht sowas nicht, so Charaktere anzuteasen und auch Namen zu geben, richtig so und auch. Und dann wegzuschmeißen. Oder gerade bei so einer wichtigen Crew, das ist ja nicht irgendwie so eine Buggy-Crew, wo irgendein Randcharakter mal, das ist ja fucking die wichtigste Crew überhaupt. Also ich kann es mir vorstellen, dass wir das noch zu sehen kriegen irgendwo. Aber ich finde es schade, dass wir ihn jetzt noch nicht, also es wäre so geil gewesen, wenn es einfach wahr gewesen wäre, so, wenn er einfach da auftaucht, ne? Ja. Ich fände es auch cool, wenn Scopa Caban halt wirklich auch so eine Person wäre, die das alles nochmal so ein bisschen anders sieht, so, weißt du? Wenn zum Beispiel ein Scopa Caban
später dann zu Ruffy, wenn dann halt auch Ruffy mehr über die Geschichte weiß und Ruffy weiß, was Rayleigh gesagt hat, dass Roger sich gestellt hat und bla bla bla, dass er dann einfach sagt, ja, ich war dagegen, dass er sich stellt, ich wollte noch eigentlich, dass wir angreifen und bla bla bla, so, weißt du, so ein richtig kämpferischer Typ oder so, das finde ich echt cool. So einer fehlt da auch mal so ein bisschen, so, die sind alle so ein bisschen, soft, Ruhe, ne? Will ich nicht sagen, so ein bisschen. Die wirken alle so, obwohl, ich sag mal so. Die sind einfach weise, kann man fast schon sagen, so, weil die haben einfach alles gesehen. Ja, aber ich weiß noch, wo wir letztens auch darüber geredet haben und dann auf einmal so man sich wieder eingestehen muss, dass wahrscheinlich ein gut gemeinter Kid einfach zu Shanks gekommen ist, ihn einarmig genannt hat und dann zack einen Arm verloren hat, so, weißt du. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Oder auch, dass zum Beispiel ein Ace einfach nur mal in eine Höhle reingekommen ist, wo Shanks drinne saß, weil er ihn gesucht hat und nichts Böses gesagt hat und Shanks so mäßig, komm einen Schritt näher und dein Kopf rollt, Alter, so, weißt du. Ja, so, ja. Also man darf nicht vergessen, dass Shanks echt nicht, also mit denen ist, glaube ich, echt nicht gut Kirschen essen. Man glaubt halt immer, dass Shanks so ultra nett ist, weil er halt auch in der Bar, wie er sagt, so bei unnötigen Leuten, warum sollte er Kraft aufwenden? Aber ich glaube, der ist auch nicht ohne Grund Kaiser und der ist auch nicht ohne Grund gefürchtet. Wenn jeder wüsste, dass er so ultra soft ist, dann würde ja auch Big Mom oder Kaido was dagegen unternehmen. Aber deswegen, der wird auch heavy sein. Ich habe aber noch eine Frage für dich. Jetzt kommt so eine Frage, die hat keinen direkten Zusammenhang. Du kannst nichts falsch machen. Glaubst du, dass es noch ein Reveal gibt, wie hoch Rogers Kopfgeld war? Oh. Ja, ich glaube, also im, und also Zengs Frage insgesamt natürlich, in der ganzen Okay, in der gesamten Laufbahn von One Piece, meinst du? Ja. Ja, ja, genau. Ja, okay, ich glaube ja. Also irgendwann kriegen wir es nochmal revealed. Ich glaube auch, irgendwann kriegen wir alle Kopfgelder revealed. Wenn nicht so in der Story jetzt, so, ich weiß nicht, dann von oder mal wirklich so ein Handbuch von mit allen Kopfgeldern. Sowas in der Art, sowas Special-mäßiges wie das Vivre-Karten-Databook oder es gibt ja sogar ein offizielles Quizbuch von One Piece, was von Oda abgesegnet wurde. So. Also, das habe ich auch hier liegen. So, das. Also, es gibt so ein paar Sachen und die Kopfgelder in One Piece, also, das muss sein. Also, dass wir da die höchsten irgendwann revealed kriegen. Aber er will halt, glaube ich, jetzt auch gerade, dass er die von Big Mom noch nicht gezeigt hat, so jetzt schon, er hätte ja bei Whole Cake Island, hätte er ja schon lange das von Big Mom zeigen können, da ist er die ganze Zeit aufgetaucht, das hat er extra nicht gemacht, so der wartet noch ein bisschen damit, die ganz, ganz, ganz dicken zu revealen, um uns dann den Schockmoment zu nehmen, wenn dann, wenn es mal soweit ist, ne? Ja, ey, vor allen Dingen, weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kommt, stell dir mal vor, das ist eigentlich gar nicht so mega unwahrscheinlich, dass es in Wano Kuni ein Panel gibt, wo das Kopfgeld von Kaido und Big Mom in einem Panel gleichzeitig revealed wird. Digga. Ja. Wenn vielleicht die so beide vor Ruffy stehen. Also beide vor Ruffy stehen. Ja, ja. Oh, Digga, das wäre geil. Digga, boah, ey, ganz ehrlich, das wäre. Digga, da würde ich in Ohnmacht fallen, Alter. Das wäre so. Wenn es dann noch so richtig unerwartend hoch wäre, das wäre natürlich noch geiler. Ne? So, also noch unerwartender hoch, als wenn man eh schon ausgeht. Jetzt. Man geht ja schon eh schon so 3 Milliarden oder so aus, so, aber so noch viel höher. Ich glaube, 5 oder so, das wäre vorbei. Ja, das wäre schon krass, aber ich glaube es irgendwie nicht, aber es, also, nee, ich glaube, so ein 5 Milliarden Kopfgeld stelle ich mir halt wirklich für Roger vor, weißt du? So ein Stimmt, habe ich gar nicht mehr geantwortet. Ja. Ah, ich weiß nicht. Also er ist ja wirklich bis zu seinem Tode, er war ja nicht 7 Samurai oder so, das wissen wir nicht, aber safe nicht. Ja, ich denke auch so. Er wird schon das Höchste gehabt haben. So. Also muss er ja als Piratenkönig, als meistgesuchtester, war er da ja. Da gab es auch keine Revos und so. Also ich kann mir da vorstellen, dass er da auch so 3, 4, also muss man halt jetzt messen an dem, was wir jetzt kriegen, so, ne? Also an dem, was Blackbeard jetzt hat, würde ich schon sagen, so 3 Milliarden ist schon das Minimum. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, wo die Weltregierung quasi für sich wusste, dass Ruffy der Sohn von Dragon, dem Most Wanted Man ist, der hat sich an sein Kopfgeld, war ja trotzdem erstmal so ein paar hunderte Millionen hoch, aber man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Ace gut 550 Millionen, auch der Sohn von Roger, aber man darf ja nicht vergessen, was für einen Aufwand die betrieben haben, als sie gehört haben, dass Roger ein Kind erwartet, Alter, da wurden erstmal alle Mütter abgeklappert, die Kinder bekommen zu der Zeit, so, weißt du, das, das ist halt so krass, also, ich weiß nicht, ich könnte mir bei denen halt echt vorstellen, dass der halt wirklich so eine Bedrohung war, wo selbst so die 5 Weisen oder so sich gedacht haben, oh snap, ey, da können wir nichts, also das können wir nicht aufhalten, so. Deswegen, da muss auf jeden Fall was krass sein. So, ansonsten, es ist halt ein Charakter, wir könnten jetzt noch über jedes einzelne Thema noch
Stunden spekulieren, aber es gibt halt so wenig Anhaltspunkte, obwohl es eigentlich mit einer, wenn nicht der wichtigste Charakter in ganz One Piece ist. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und auch mal in die Kommentare, so was ihr als nächstes Thema haben wollt. Irgendein spezielles Thema. Wenn einer einen Kommentar schreibt und ihr das dann mit Daumen nach oben einfach hochliked, das Kommentar, dann werden wir das nächste Woche machen. Ansonsten müssen wir uns hier das aus den Ärmel schütteln, aber es gibt noch Themen ohne Ende. Aber ich meine so, wir machen das Ganze für euch und wenn der jetzt schon in der Zeit nicht so oft kommt, dann wollen wir halt auch Themen machen, wo ihr Bock drauf habt. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Ich gebe die letzten Worte an Myrolox und sag schon mal ciao. Ja, Freunde, ein weiterer Podcast, die 18. Ausgabe war's, haben wir jetzt quasi auch abgeschlossen. Wie gesagt, schreibt Themen in die Kommentare, auf die ihr Bock habt. Der übernächste Podcast ist ja dann auch schon wieder ein Livestream, wo wir dann auch noch mal ein bisschen mehr über alles schnacken können, was euch an sich interessiert. Und gibt's noch mehr zu sagen? Kommentiert mal mit, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, mit... Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Okay, jetzt bin ich aufgeschmissen. Kommentiert mal das Kopfgeld in Hashtag, was ihr glaubt, was Roger hatte. Kommentiert einfach mal eine Berry-Summe. Einfach mal eine Berry-Summe in Hashtag kommentieren. Dann wissen wir, was ihr so glaubt und dann bilden wir vielleicht für die nächste Folge, rechne ich den Durchschnitt aus, wenn ihr was wollt. Dann rechne ich das aus und sag, okay, Durchschnittskopfgeld. So, und mit diesen lächerlichen Worten beende ich die 18. Ausgabe des Podcastes und wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.